Florian und wie zu allen anderen Spielern oder zu allen anderen Protagonisten, ich glaube, doch ein engeres Verhältnis habe als ihr und als auch irgendwelche andere Menschen um uns herum. Und das, was Sie gerade gesagt haben oder in den Raum gestellt haben, ist Blödsinn, ganz einfach. Im Umfeld hört man, sagen Sie mir, wer was gesagt hat, dann kann ich Ihnen auch konkret darauf antworten. Aber dieses allgemeine Blabla drumherum, muss ich ehrlich sagen, kann ich irgendwann auch nicht mehr hören. Wir haben hier einen Kader, wir haben eine leistungsfähige Mannschaft, wir haben einen Verein, der extrem ambitioniert ist. Und das ist das, was am langen Ende für mich zählt und nicht, was im Umfeld man mal gehört hat. Das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen. Ich bin auch Sportdirektor eines Vereins, der sich genauso bei anderen Vereinen bedient. Deswegen bin ich da weit von entfernt, auf andere mit Finger zu zeigen. Auch in Wirtschaftsunternehmen gibt es Headhunter, die die Personen abwerben, die einfach gut sind. Also wir sollten nicht immer alles nur auf diesen Profifußball reduzieren, wird aber kein Verein und auch keine Firma kaputt gehen. Wenn alles an einer Person hängen würde, dann wären wir auf sehr, sehr dünnem Eis unterwegs. Das ist eben nicht der Fall und deswegen... Man kann Groll haben, wenn eben ein anderer Verein dir einen Spieler oder vielleicht einen Trainer wegholt, dann kann man Groll haben. Aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, irgendjemand oder mit irgendeinem Finger auf jemanden zu zeigen, weil wir in Gladbach, wenn ich das sagen kann, wir machen es ja auch nicht anders.